Hallo und herzlich willkommen zurück zu TerraTech. Jetzt mal wieder ein bisschen leckfrei als beim letzten Mal, wir können uns wieder bewegen. Und ich habe vor, mit diesem Ding jetzt hier irgendwas Neues zu bauen. So, und zwar nehme ich den einfach hin. Full Tank Supply, all of the boosters will full bla blub. Ja, aber wie? Wie kann ich jetzt da hin und her zwischen? Oder fährt er einfach hinter mir her, oder? Ich glaube, der fährt einfach hinter mir her. Ich glaube, das ist so ein Extrawagen, den ich einfach hinter mir her schicken lassen kann. Das wäre ja cool eigentlich. Wir machen mal einfach hier was dran. Jetzt steht er erstmal still, das ist klar. So. Und so, dann da dran klatschen, komm her. Da dran klatschen. Nein, ich will die bitte vorne dran klatschen. Kann ich? Alter. Manchmal ist dieses Menü ganz cool, aber manchmal auch nicht. So, wir versuchen das mal. Indem wir einfach hier so... Ich versuche mal irgendwie eine kleine Kampfmaschine zu bauen. Eine relativ kleine. So, warte mal, die jetzt hier. Ja, wir setzen das Ding einfach mal weiter nach oben. Das wird noch besser. Also, den mache ich nochmal ab. Genau. Bringt eh nichts. Wir machen den mal hier dran. Und den auch da dran. Und weiter geht's. Noch hinten einen dran. Und noch einen da dran. Hallo. F drücken. F. So nicht. Es ist schwierig, an den einen Maschinen dran zu hängen und dann mit den anderen zu bauen. Das ist richtig schwierig. Komm, dreh dich doch jetzt mal. Danke. Ja. Ja, er fokussiert halt immer dieses Ding hier, auch wenn ich das gerade nicht dran bin am Bauen. Jetzt klaue ich immer hier die Reifen, und zwar den und den hier. Jetzt fährt er auch schon los. Das ist gut, weil dann kann ich auch viel machen. Nicht. Aber wir haben auch genug Reifen hier rumliegen eigentlich, aber gut. Den dahin. Hallo. Ja, dann ist der Reifen weg. Nehme ich halt doch den hier. Alter, wenn du so da rumgehst, ne? Ja. Ich nehme dir gleich den Kopf. Bitte weg. Das wird so nix. Das wird so nix. Was ist das für ein Ding hier? So, ich will jetzt sowieso meine Maschine mal auseinanderbauen und was Neues bauen. Das ist schon mal ganz klar. Und ich weiß, wenn ich mein Hauptding rausnehme, wo auch immer es ist, dann fällt die Maschine sowieso zusammen. Oh, da kommt was. Das ist mir zu brei. So, dann ist es weg. Ich meine, die Maschine sah schon cool aus, was ich hier gebaut habe. Aber irgendwie ist es auch viel zu groß. Da ist mein Hauptteil, aber wenn ich das rausnehme... Dann bleibt eigentlich die Rest der Maschine noch erhalten. So, das ist schon mal wichtig. Den setzen wir jetzt irgendwann hier hin. So, und daran bauen wir jetzt auf. Das Ding ist jetzt leider umgekippt. Das ist prinzipiell schon mal nicht so gut. Halt, wo willst du hin? Stellen wir dich mal da hin. Danke. Jetzt drücken wir mal B. Und dann fangen wir mal an, daran rumzufrappeln. Also. Ich würde gerne unter das Ding bauen. Geht das? Geht das so? Jawohl, guck mal, das ist doch schon mal optimal. So, jetzt würde ich diesen Stein gerne haben wollen. Den würde ich jetzt einfach hier dran packen. Können wir mal B ausschalten und das Ding irgendwie bewegen? Nein, können wir natürlich noch nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Den Stein auch noch da dran. Ein bisschen rauszoomen, da gibt es ja noch mehr Steine. Wir bauen erstmal eine Grundplattform von 4 breit. Obwohl, ist 4 breit so interessant? Oder, ja doch, 4 breit ist glaube ich super. Komm mal her. 4 breit, würde ich sagen. 4 breit, schon mal gut. Jetzt müssen wir noch eine gewisse Länge kriegen. Haben wir denn noch Steine irgendwo? Natürlich. Und das Ding, was wir da gerade gefahren haben, müssen wir auch noch auseinandernehmen eigentlich. Das können wir ja so nicht lassen. Das sieht ja nicht aus, ne? So, machen wir einfach nach vorne nochmal 4. Kann man das jetzt nicht so, dass ich den da vorne... Oh. Manchmal ist das... Da weiß er nicht, was ich will von ihm. Da habe ich so die Befürchtung. Ich will ihn gerne längst dran setzen, ne? Habt ihr verstanden? So, dass er... Will nicht. Es will einfach nicht. Warte, ich nehme ja gerade noch mehr Blöcke. Denn ich brauche davon noch ein paar. Drücken wir auf seinen 4. Ja, ja, komm wieder auf. Hinten noch einfach was abbauen. So. Ja, oh, da war es gerade. So hätte ich ihn gerne dran. So. Geht aber scheinbar nicht. Ich mache das so lange, bis es geht. Jetzt habe ich einen da dran. Guck mal, jetzt habt ihr verloren. Jetzt, wo ich einen habe, da werde ich einfach die anderen genauso setzen. So, genau. Zack. Zack. Und zack. So. Ist das schon mal eine gute Grundplattform? Fast, ne? Wir machen den um noch einen länger. Das wäre eigentlich optimal. Würde ich mal behaupten. Ne, so ist schon mal ganz schlecht. Ich hätte ihn gerne da dran. Ja, so zum Beispiel. Das läuft doch so. Weiter geht's. Noch einen. Ja, oh, da warst du gerade schon. Manchmal ist es echt sehr tricky hier.
Sollte dieses Ding nicht noch viel mehr Rohstoffe verkaufen, was ich hinter mir stehen habe? Damit es nicht so laggt. Da war doch was, ne? Den habe ich doch irgendwas gesagt. Wahrscheinlich ist wieder alles rausgegangen. Ich klicke das mal eben kurz an. Ja, ist natürlich alles rausgegangen. Also Bio, Foil, alles verkaufen. Wir dürfen eigentlich nichts mehr drin lassen, sonst laggt das hier wie Sau. Das hier, alles verkaufen. Hallo, ich habe doch gerade auch schon irgendwo das andere Zeug gesehen. Kein Wunder, dass ich nicht anklicken kann. Das ist einfach hier so schnell. Das hier bitte auch, alles verkaufen. Irgendwo hängt es doch gerade schon wieder. Der will ja nicht verkaufen. Irgendwas ist da im Weg und hier glaubt die Kohle. Die Kohle muss ich auch verkaufen. Die versperrt dieses Ding. Hallo, es laggt schon wieder wie Sau. Wie kann das denn sein? Ich kann nichts anklicken gerade. Wie kann das denn sein? Hilft nur eins. Wir müssen einmal Safe Game machen. Das hilft natürlich an sich noch nicht. Und dann gehen wir nochmal Quit to Main Menu. Yes. Weil das hilft meistens, wenn man dann das Spiel hier auf einmal läuft es wieder flüssig. Guckt, ihr seht das gleich. Ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach so viele Ressourcen da gesammelt haben. So, dann wollen wir Continue geben, dann geht es quasi da weiter. Wir müssen diese Ressourcen von diesem Ding da loswerden. Einfach, das leckt wie Sau und wir sammeln ja im Moment eh keine Ressourcen. Wir sind ja eher so ein bisschen am Konstruieren. So, jetzt darf ich das Ding wieder anklicken. Meine große Maschine fährt irgendwie weg. So, nochmal. Biofoil. Alles verkaufen. Alamantium. Alles verkaufen. Gunpowder. Alles verkaufen. Emerald. Alles verkaufen. Mal gucken, ob wir dann damit weiterkommen. In der Zeit bauen wir natürlich schon in unserer Maschine rum hier. Das ist ja klar. Ich denke, das als Grundfläche sollte eigentlich erstmal ausreichend sein. Jetzt bauen wir einen Reifen dran. Wir haben ja nichts anderes außer die hier gerade. Ist jetzt nicht so das Beste, aber es sind Reifen. Wir können auch einfach die von der Maschine nehmen, die fährt sowieso nicht mehr die Maschine. Wir bauen die Maschine jetzt so, dass wir diesen Cockpit irgendwo oben drauf bauen werden, dass wir die bei Zeiten mal austauschen können, wenn wir das wollen. Wir brauchen ein paar mehr Reifen. So, noch mehr Reifen. Ich würde sagen, in der Mitte noch jeweils zwei. Ja. Haben wir noch mehr Reifen? Da haben wir noch mehr als genug. Elektrisch fängt schon wieder an zu lenken. Das kann nicht sein. Ich habe gerade erst neu gestartet. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen heftig dann. Nee, das ist ja ein kleiner Reifen. Nee, komm, die nicht. Wir brauchen schon große Reifen, ne? Da ist noch so ein großer Reifen. Ja. Nee, ist auch ein kleiner. Ich weiß, ich habe an der Maschine noch große Reifen. Ich komme nur nicht dran. Die sind nämlich genau auf der anderen Seite. Ja, ja, komm her. Da ist einer. Kippen wir die erste Maschine mal um. Da, so. Da ist noch einer. Perfekt. Guck mal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt große Steine oben drauf. Ich würde die gerne jetzt aber versetzen, so dass das ein bisschen über Kreuz ist. Ja. So, jetzt setzen wir den mal da oben drauf. Versuchen wir die anderen alle da dran zu setzen. Das wird erstmal so ein. Erstmal wird es ein fahrender Klotz jetzt. Die kleinen Steine brauche ich nicht. Ich brauche immer große Steine. So. Aber das ist durchaus beabsichtigt. Es wird ein einfacher Kampfwagen jetzt. Der ist ein kleiner. Ich brauch schon große Steine. Komm her. So. Brauche ich noch eine dritte Ebene drauf oder bleibt der dann so flach jetzt? Ich glaube, der bleibt so flach einfach, ne? Ich glaube, der bleibt so flach und dann muss ich mich was ändern. Dann nehme ich nämlich hier einfach einen raus. Und das wird hinter mein Austauschstein quasi. An der Stelle? Ne, komm, den machen wir ein bisschen weiter. Wo ist denn jetzt vorne? Vorne ist da. Dann baue ich ihn da relativ hinten ein. Genau, weil von vorne will ich ja schießen. So ist der Plan zumindest. Kommt der da reingesetzt, okay. Ja, oder so geht es natürlich auch. So. Gut, was haben wir jetzt an Waffen, an Bewaffnung? Wir haben Laser. Laser bauen wir grundsätzlich erstmal schon mal zwei an diese Seiten ein. Und auch zwei auf die andere Seite. Haben wir alles verkauft oder was? Ach, da ist jetzt nur noch Holz und irgendwas anderes drin. Das müssen wir natürlich auch verkaufen, damit es nicht mehr so leckt. Also wenn wir Stone haben, dann verkauft den. Wenn wir Wood haben, verkauft den. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Wenn wir Sepp haben, was Salpeter ist, glaube ich, verkauft den. Wenn wir Rubber haben, dann verkauft den. Einfach erstmal alles verkaufen, damit wir irgendwie klarkommen, damit das nicht mehr so leckt. So, jetzt nehmen wir hier diesen Laser. Den bauen wir hier dran. Nein, das ist zu hoch. Was ich auch machen werde, ich habe hier dieses Begleitfahrzeug irgendwie da hinten, das geistert ja da rum. Den werde ich auch auf jeden Fall Waffen geben. Oder irgendwas werde ich an ihn dran bauen. Erstmal muss ich ihn stoppen, dass er nicht mehr so rumfährt. Nein, das war falsch. Komm mal her. Nein, bleib am besten stehen, du blöde Hammel. Ist gar nicht so einfach, den auch noch auszurüsten. Kann er nicht so bleiben? So ist auch gut, oder? Ja, so ist auch gut. Machen wir das so. Und dann bauen wir hier mal solche mit Steinen weiter.
Da dran? Ne, ein weiter nach hinten. Na komm, hör doch auf. Dreh das Ding halt rum. Genau so. Hier einen einfachen Stein. Und hinten machen wir einen doppelten Stein, bitte. Haben wir noch einen? Da. Danke. Genau in die Lücke rein. Ich habe meine große Maschine gleich ganz auseinandergenommen. So läuft das halt manchmal. Manchmal muss man auch komplett umbauen. Dann kann man nicht viel fahren in der Folge, aber das macht ja auch nichts. So, den haben wir auch. Haben wir noch irgendwo einen großen und haben wir jetzt nur noch kleine Steine da hinten drin. Da haben wir noch große, guck mal. Und Bewaffnung haben wir auch noch genug, ne? So, was ich jetzt sagen würde ist, wenn ich ihn jetzt Reifen gebe, dann fährt er weg, ne? Deswegen werden wir erstmal eine Bewaffnung draufbauen. Und zwar so seitlich. So, hier so ein paar Kanonen. Ah, der kriegt nur solche Kanonen. Das wird eine einzige Kanonenbasis. Das ist gut. Das wird so mein Begleitschutz quasi. Das wird richtig awesome. Na, komm her. Kanone, komm her. Das ist auch Kanone. Das ist ein Sammelbehälter. Die brauchen wir jetzt gar nicht. Eigentlich brauchen wir keine Sammelbehälter. Brauchen wir gar nicht. Was ist das hier für ein Ding? Was ist das? Rotating Base. Was? Ich weiß nicht, was das ist. Was macht man damit? Was macht man damit? Ich will es hier gar nicht wissen. So, wir machen mal die Bomben da drauf. Was ist das hier für ein Ding? Das ist irgendeine KI. Kann ich die einfach drauf steuern da oben drauf auf deren Ding? Das hätte zumindest was, wenn das gehen würde. Das sieht ganz schön gefährlich aus, was ich da baue. Ich hoffe, das fährt auch. Also ich baue jetzt quasi zwei Fahrzeuge parallel. Wie man gerade sieht. So, der muss jetzt nur noch Reifen verpassen und hoffen, dass er nicht mehr wegfährt, während ich ihn die Reifen verpasse. Genau, sowas habe ich mir nämlich gedacht. Habe ich noch zwei Reifen irgendwo über? Weiß ich noch nicht. Ich brauche auch noch Waffen für mein Ding, ja, ne? Das ist ja auch noch wichtig. Sag ich mal, ist jetzt so. Wir legen mal die Waffen hier rüber. Meiner braucht auch Waffen. Hier die Laser noch auf jeden Fall. Ich weiß, der braucht auf jeden Fall jetzt noch zwei Reifen. Ich habe aber keine großen Reifen mehr. Oder ich schreibe bei mir welche ab. Oder ich baue halt kleine Reifen dran, so. Ich glaube, ich muss erstmal kleine Reifen dran machen. Haben wir noch irgendwo kleine Reifen? Da müssen irgendwo hier sein, da zum Beispiel. So, und schon kannst du jetzt hier... Kann ich beide im B-Modus gehen? Nein, kann ich natürlich nicht. An den Reifen von denen komme ich jetzt auch nicht mehr dran. Da habe ich jetzt irgendwo einen Reifen dran gebaut, der ist jetzt irgendwo da drunter. Alter, wie kann ich den da abkriegen? So? Ah ja, guck mal. Und schon fährt er. Da bin ich ja schon fast zufrieden mit dem. Ich hoffe, der kann mir gleich gut hinterherfahren. So, was habe ich jetzt hier? Habe ich die Laserkanone schon dran gebaut? Ja, allerdings die Laserkanone zu hoch. Die soll natürlich da unten hin. Und jetzt kommen hier noch Kanonen oben drauf. Das ist wichtig. Kanonen. Achso, hier ist ja hinten, ne? Vorne ist ja da. Ich glaube, ich habe kein Biofoil mehr. Ich glaube, ich habe alles verkauft. Ich glaube aber auch, ich könnte die Basis eigentlich mit abtransportieren und woanders mich hinsetzen. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Naja, komm, wer soll die Basis schon angreifen, während ich nicht hier bin? So, habe ich noch mehr Kanonen? Habe ich noch mehr Kanonen oder nicht? Ich habe noch ein paar Laser. Laser, vorne müssen auf jeden Fall noch Laser hin. Und zwar unten, ganz unten, weil nur da können die richtig schön treffen. Alles, was ich an Laser baue, ich da nochmal ein. Habe ich noch 8 Stück, das wäre natürlich awesome. Ich weiß nicht, da hinten ist noch einer. Das wäre doof, weil dann würde mir genau einer fehlen. Das wäre ja mehr als doof, ne? Aber es ist so. Ne, komm, dann kommt auch die eine ab. Habe ich noch irgendwo Waffen? Ist das hier noch eine Cannon? Jawohl, ich glaube, gehört davon kann man auf jeden Fall zwei rein hintereinander bauen. Aber ich glaube, mehr Cannons habe ich doch fast gar nicht mehr. Da ist noch eine. Da ist auch noch eine. Was ist das hier? Ist das auch noch eine? Wow. Naja, läuft doch, läuft doch. So, mal fahren wir einfach mal und gucken, ob der andere irgendwie hinterherkommt. Ich safe mal einfach. Safe Game. Safe ist immer gut. So, was ist, Kollege? Kommst du mir hinterher? Oh, drehen kann er sich auf der Stelle schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Kollege, was ist denn los? Soll ich dich rausschieben? Warte, ich helfe dir. Ich drück da mal B. Na, ob der es jetzt rausschafft oder was er da macht, ich habe keine Ahnung. Moment.
Na komm raus da. Ah. Ah. Ja, jetzt hängst du ganz fest. Nochmal. Ah. Scheiße. Ah. So ein bisschen weg von der Basis, damit du dich, wenn du dich umdrehst, wieder richtig landest. Und jetzt landest du auf mir drauf. Super. Aber egal. So, kannst, müsstest du fahren können eigentlich. Theoretisch. Komm. Jetzt fällt er auf die Basis drauf. Ey, was ein Depp. Ah. Kannst du jetzt mal ordentlich fahren? Hast du keinen Rückwärtsgang oder was? Ich schieb dich einfach von der Basis weg. Komm. Ah, ah. Nicht wieder auf die Basis zu fahren. Nicht auf die Basis zu fahren. Du blöder Hammel. So, jetzt aber. Komm mit. Ja, ja, alles klar. So. Er fällt schon wieder auf die Basis zu. Ich kann's. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Versteht ihr es? Wenn ihr es versteht, schreibt es in. Nein, okay. Spaß. Wir haben schon wieder 15 Minuten rum. Das ist ja aber schade. Das geht immer so schnell, ey. Jetzt habe ich hier so ein bisschen rumgeschraubt und habe jetzt diese Karre gebaut. Und schon sind wieder 15 Minuten rum. Naja. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist wieder eine Folge rum. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von TerraTech. Bis dahin. Tschüss.